Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zum aktuellen Pflanzenbauberatungsvideo des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen. Mein Name ist Frank Hahn. Ich bin Pflanzenbauberater am Standort in Fritzlar und zuständig für den Schwalm-Eder-Kreis. Heute möchten wir uns mit dem Thema Winterraps und hier ganz gezielt mit dem Thema Insektizideinsatz beschäftigen. Seit 2 bis 3 Tagen ist die Vegetation voll durchgeschlagen. Wir haben jetzt Temperaturen am Tage von etwa 14 bis zum Teil 18 Grad Celsius. Die Bodentemperaturen steigen an. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt erreicht, um die Gelbschalen hinauszustellen. Ab Bodentemperaturen von etwa 7 Grad Celsius beginnen Rapsstängelrüssler, Kohltriebrüssler, aber auch zum Teil erste Rapsglanzkäfer aus ihren Winterlagern herauszukommen. Hier am Standort haben wir vor ein paar Tagen die ersten Gelbschalen aufgestellt. Wir haben hier eine sehr günstige Lage mit einer schnellen Bodenerwärmung und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das hier auf dem Standort präsentiert. Wir haben die Gelbschale bonitiert und haben festgestellt, dass jetzt ein Großteil der Käfer, die zu finden waren, der große Rapsstängelrüssler war. Um es etwas genauer sich nochmal anzuschauen, haben wir hier ein paar Bilder mitgebracht. Wir sehen hier in der Großaufnahme den Rapsstängelrüssler. Ganz markant für diesen Käfer ist, dass er zunächst erstmal einen 10- bis 14-tägigen Reif frisst, bevor er anfängt mit der Eierplage. Die Bohrlöcher sind relativ unscheinbar, kann man anfangs jedoch noch nicht feststellen. Nach der Eierplage bzw. nach dem Schlupf tritt der Hauptschaden auf, wie wir das hier sehr gut sehen können. Das Innenmark vom Raps wird zerstört. Die Folge hiervon, die wir nachher später sichtbar sind, sind diese S-förmigen Krümmungen des Stängels. Und hier entsteht das Hauptproblem, der Nährstofftransport und auch der Wassertransport innerhalb der Pflanze wird zerstört. Und somit haben wir hier zum Teil in trockenen Jahren größere Ertragseinbußen zu verzeichnen. So, wir sind jetzt zur Gelbschale gegangen und schauen mal, was jetzt hier auf dem Standort aktuell zu finden ist. Wir sehen hier schon innerhalb kürzester Zeit, die Gelbschale steht seit Tagen hier im Bestand. Wir haben einen massiven Zuflug von Rapsstängelrüsslern erfahren. Ich hole sie mal ein bisschen etwas besser ins Bild rein. Als Schadschwelle gilt hier 5 bis 10 Käfern innerhalb von 3 Tagen. Und wenn wir hier in die Gelbschale reinschauen, sehen wir, ist die Schadschwelle überschritten und es muss gehandelt werden. Der Rapsstängelrüssler macht einen Reifungsfraß und beginnt dann mit der Eierplage. Somit haben wir ein kleines Zeitfenster, was wir uns einräumen können, mit dem wir die Behandlung starten. Sie sollte aber möglichst zeitnah, das heißt innerhalb der nächsten etwa 3 Tage erfolgen. Zur Bekämpfung vom Rapsstängelrüssler setzen wir unsere klassischen Typ 2 Pyrethroide, das heißt Pyrethroide wie Produkte zum Beispiel Karate Zeon, Fastag, Karate ein. Achten Sie bei der Anwendung immer auf die entsprechenden Auflagen, ob es sich um Produkte mit einer B2, B4 oder vielleicht sogar auch nur um eine B1 Einstufung handelt. Welche Insektizidstrategie ist nun gefordert? Hier am Standort haben wir gesehen, wir haben einen hohen Anteil von Rapsstängelrüsslern, sodass wir bei der Bekämpfung hier auf die Pyrethroide setzen können. Beim Rapsstängelrüssler liegen derzeit noch keine Resistenzen vor, sodass ohne Probleme Pyrethroide der Klasse 2 eingesetzt werden können. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, möglichst bienenungefährliche Produkte einzusetzen. Das sind diese Produkte, die eine B4-Einstufung haben. Haben wir aber gleichzeitig ein hohes Auftreten von Rapsglanzkäfern, was in manchen Regionen durchaus zu finden ist, muss auch in der frühen Phase auf andere Produkte gewechselt werden. Hier bieten sich an, Produkte wie zum Beispiel ein Trebon oder ein Mafrik einzusetzen. Hier haben wir sowohl eine Wirkung auf Rapsglanzkäfer als auch auf Rapsstängelrüssler bzw. Kohltriebrüssler. An dieser Stelle nochmal abschließend der Hinweis, stellen Sie jetzt Ihre Gelbschalen auf den Flächen aus.
Wichtig dabei, nicht nur eine Gelbschale auf der Fläche zu verteilen, sondern nach Möglichkeit 2 bis 3. Die erste Gelbschale sollte mindestens 15 Meter in den Schlag hineingehen, um Randeffekte ausschließen zu können. Wir hoffen, Ihnen mit den aktuellen Beratungsempfehlungen weitergeholfen zu haben. Sollten dennoch Fragen aufkommen, wenden Sie sich an Ihre zuständigen Pflanzenbauberater beim LLH.